Bohrt das Mutter eigentlich immer so? Immer. Auch das noch, die eigene Mutter mit auf Klassenfahrt. Ich verspreche dir, immer im richtigen Moment wegzuschauen. Das ist ja voll schön. Wirklich genial. Wie ich schon mehrfach betont habe, herrscht auf dieser Klassenfahrt absolutes Handyverbot. Alter, eine 8? Das ist eine 9. Ich bin der Herbergsvater. Herzlich willkommen auf Burg Steinbach. Wer ist Herbergsvater? Wie findet ihr es? 5 Sterne mindestens. Süß. Und er findet Frau Rose offensichtlich süß. Armer Herr Grünbaum. Falls jemand vielleicht trotzdem noch mal telefonieren muss. Okay, danke. Ja, das Angebot gilt. Mit Sabrina. Melli, was ist denn? Melli. Ich glaube, ich habe mein Quilt vergessen. Ich beneide euch nicht in dem Alter. Erwachsenwerden ist wirklich eine Katastrophe. Ich fürchte, ich habe es bis heute nicht geschafft. Niemand hat mich gefragt, ob ich überhaupt erwachsen werden will. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin. Du bist Sprotte, meine beste Freundin. Und Fred liebt dich. Er gehört zusammen. Okay, Sabrina, dann komm auf die Bühne und such dir aus, was du singen willst. Und da haben wir ihn. Applaus! Komm vorbei, wenn du mal wieder bei mir. Es tut mir leid, dass ich mich nicht früher bei dir melde. Was ist los? Meine Tage sind seit 2 Wochen überfällig. Sei froh, dass du keine Giraffe bist. 15 Monate Schwangerschaft. Das ist gar nichts gegen Elefanten. 22 Monate, das sind fast 2 Jahre. Wir wollen einen Schwangerschaftstest. Ja, alle? Nein, einen. Für alle. Wir können es ja noch mal probieren. Der einzige Test, der funktioniert, ist, wenn man beim Küssen ein Kribbeln auf der Haut spürt. Und kein Kribbeln, oder? Vielleicht ist es das, was wir lernen müssen, wenn wir erwachsen werden. Wir können nichts festhalten. Und vielleicht? Das ist echt sehr nett von dir, Oberhuhn. Ich bin nett. Muss man sich manchmal von jemandem trennen, um ihn wiederzufinden. Auf die wilden Hühner.